Keine ähnliche Geräte, die behaupten ähnlich zu sein, aber das ist schmäler. Ja. Zumindest. Also rein diese kompakte Bauform ist ein Vorteil, wenn wir darüber reden, dass oft diese Energiemessungen oder auch Leistungsmessungen im Schaltschrank passieren. Mhm. Ja. Und wenn man jetzt das Gerät anschaut, das hat eine Rückseite, die ist magnetisch, hängt man in die Schaltschranktür. Wir haben die Möglichkeit, die Spannungen anzuschließen und die Stromwandler. Stromwandler würde ich dann auch gerne noch was zeigen. Mhm. Und wir haben es vorher, glaube ich, auch ausprobiert. Wir können die Schaltschranktür nachher schließen, wenn wir die Messung gestartet und haben. Und in den Dauertests, Messbetrieb gehen, der halt notwendig ist. Genau. Und keiner sieht, dass hier ein wertvolles Messmittel drinnen ist. Mhm. Das einladet, dass man drauf herumdrückt oder so. Ja, was natürlich bei Dauermessungen schon ein wesentlicher Vorteil ist. Jetzt liegt da dieses Kabel. Was ist das? Ja, das ist ein flexibler Stromwandler der Type Miniflex. Mhm. Ideal deshalb, einerseits, weil er flexibel ist, dadurch und klein und handlich, weil man hier in eng verdrahteten Schaltschränken auch um die Leiter herumkommt. Und der zweite Vorteil ist, also es gibt eine Unzahl von Stromwandlern, die mit diesen Messgeräten zusammenarbeiten, AC wie DC Stromwandler. Aber dieser hier, der fasziniert mich aufgrund, wie klein der ist und vor allem auch den Strombereich, den der abdeckt. Und zwar? Der geht von 200 mA bis hinauf zu 10 kA. Das heißt, damit ist man eigentlich safe. Ja. Ausgerüstet. Genau, das ist das bessere Wort. Und dementsprechend kleine bzw. große Leistungen kann ich mit diesen Geräten messen. Ja. Kann, ja. Wichtig ist auch zu sagen, dass die Verbindung je nach Gerät den Strombereich auch bestimmt. Ja. Das ist der maximale mit dem Pell. Gut, dann kann er die Frage nicht ersparen. Hm. Preis. Ja, also was kostet der kleine? Was kostet der große? Ich weiß, es gibt unterschiedliche Varianten, aber also in welchem Bereich liegt der? Der einphasige kleine fängt bei unter 1000 Euro an, inklusive dem Stromwandler und die Software ist kostenlos. Okay. Ja, und der dreiphasige mit Stromwandlern geht hinauf, je nach Stromwandler, knapp 3000 Euro. Kurz zusammengefasst, darf man in einem Video Sau sagen? Solange dann nachher das Wort geil dazu kommt, ja. Nein, ich sage eierlegende Wollmilchsau. Ich gratuliere. Okay. Ich glaube, jede Energiewende beginnt mit der Analyse, mit Messen. Mhm. Jede Einsparung schont die eigene Tasche des Unternehmens. In diesem Sinn, raus unter die Leute. Ich glaube, wir brauchen es ganz dringend. Ich sage danke fürs Zuschauen. Dir sage danke für die Information, für dein Kommen, trotz dem Widerwillen Video machen zu wollen. Danke für die Einladung. Hat super funktioniert. Ja. Vielen Dank. Jochen, alles Gute, Papa. Danke. Tschüss. Ciao.